zwischen 10 und 15 Minuten sein, was halt schon bekannt ist. Und das sollte dann auch so sein. Und da bleibe ich auch bei, weil länger zu machen lohnt sich nicht, da guckt sowieso nicht jeder, aber dann halt das andere nachvollziehen. 10, 15 Minuten ist schon ganz okay. Okay, hier ist die Kirche, hier können wir speichern. Ah, wir können auch was machen. Bücher lesen. Da finden wir. Bestimmt das gleiche Glitzerkleid, ein glitzernder Öl, ein glitzernder Armreif, okay. Ah, da ist was, was ich brauche. Und suche. Geile, 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 geile. Samt umhang Drachenausrüstung. Das ist natürlich Drachenschild. Wir sehen gerade schon, dass das ein bisschen extrem ist. 12.000. Das wäre aber natürlich geil. Aber Jessica hat hier nichts Neues, ne? Und ein Eisenschild. Ein Schwerstgeträger gegen Eisengriff steigt. Okay. Ja, und das ist, glaube ich, ganz gut, dass wir das nehmen. Also da brauchen wir noch extrem viel. Das heißt, wir brauchen schon mal hier 11.000. Da brauchen wir einmal den, dann haben wir 19.000. Das ist extrem viel. Wenn ich den hier nur verkaufen würde, 1200, könnte ich mir noch nicht mal irgendwas richtig holen. Das ist noch das Pulver, was wir wegbringen müssen. Guck mal, hier mal so ein... Das ist ein Eisenschild. Und das ist ein Eisschild. Aber ich nehme halt die Drachendinger. Gut, das Eisschild für Angelo. Aber nichts für Jessica hier, ne? Ne, warte mal. Wer hat denn jetzt Waffen? Komisch. Dachte, Waffen hast du auch. Naja, machen wir mal ein Fass kaputt. Tut mir leid. Sollte so sein, okay. Da, der könnte das sein. Nee. Mal schauen, vielleicht finden wir ihn. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Gehen wir jetzt in die Tür rein. Okay, da kommen wir mitten im Ding rein. Okay, dann gehen wir erstmal außen rum und gehen dann ins Innere. Ein kleiner Gemischwarenladen, wo wir noch ein bisschen zu werfen können. Was wieder für mich ganz gut ist. Ja, mit der Medaille. So. Ah, da brauche ich nicht. Gut, wir können ein bisschen Heilkraut einkaufen. Nein. Zieh mir einen Beutel. So, da können wir nämlich ein bisschen herstellen. Auch gegengifttechnisch. Okay, hier ist wieder innen. Das heißt, hier ist Pennzeit. Und das müsste wieder der Mittelraum sein. Okay, wir sind einmal rum. So, da es da bei der alten etwas runterging, vermute ich jetzt. Ja, da kommen wir runtergehen. Ah, hier sind die Betten, alles klar. Dann passt das. Gehe ich wieder zurück? Nee, hier ist keine. Da bei der ist das. Da ist die Tür, dann gehen wir raus und schauen mal, was da draußen ist, was wir finden. Ob wir irgendwo von außen noch rein können. Oder es Sachen gibt, wo man halt... Ah, da ist jemand zum Sprechen noch, ein kleines Mädchen, der guckt auf den Schneemann. Schön, dass du einen Schneemann gebaut hast, da will ich aber da nicht hin. Aha,
Können wir noch was in, ne? Chemiekessel reinwerfen. So. Ja, ah, ein bisschen davon. Dass wir gute Sachen im Lager haben. Oder Vorrat haben. Stehen wir schon mal. So. Na, wer bist du? Bist du Marek? Bürgermeister? Okay. Nee. Mini-Medaille. Okay, wir sind, glaube ich, erstmal im Keller aus Dauersamen. Hallo. Okay, durch die Tür. Und so, wo geht's jetzt hin? Ah, ein Schrank und einmal zum Lesen was. Mini-Medaille. Jawohl, da kommen wir mal ein bisschen näher. Die können wir eigentlich mal wieder wegbringen. Ah, sind das die Tunnelsysteme oder? Okay. Scheint zu sein, ne? Darf mich natürlich hier nicht verirren. So, rechts oder links? Wir gehen. Da ist eine Tür. Die habe ich jetzt vorher nicht gesehen. Ah, weil ich hier nur einmal andersrum gedreht bin und die Betten gesehen habe, ja. Okay, dann gehen wir jetzt hier lang. Okay, schon wieder Mini-Medaillen. Hier gibt es auch richtig viele Mini-Medaillen. Und eine Truhe, die abgeschlossen ist, aber nicht für mich. Klingenbumerang. Okay, den brauchen wir auch nicht. Vielleicht lässt sie aber was mit dem Klingenbumerang herstellen. So, jetzt muss ich bei dem Dicky vorbei, genau. Und dann müsste ich bei dem einen Typen rauskommen. Weil ich vorher hier ins Lager reinkomme anscheinend. Sonst haben wir nichts. Bücher sind immer gut. Da kann man was lernen. Da aber nichts. Ah, Qualität, Schimmel, Schimmel. Schimmel 2 und ein Blatt. Okay. Ah. Beutel, die hängen, haben auch irgendwas. Nichts. Schon. Auch nichts. Schade. Okay, wieder zurück. Da. Da, da. Ja. Oh. Die stehen mir im Weg. Und dann gehen wir halt hoch. Da. Kalten Käse. Hat sich auch gelohnt. So. So, Bürgermeister, wo ist jetzt Marek? Wo Marek sein könnte, wenn er nicht in seinem Raum ist? Wollt ihr wissen? Leider ist... Ja, wo ist dein Raum? Das ist die Frage. Wo ist dein Raum? Oder wo ist er allgemein? Wäre ja das eigentlich. Das wäre Marek hier. Nee. Ja, ich kenne ihn, er gibt oft Kräuter damit.
Ihr Ehemann ist wer? Im Nordwesten, okay. Ah, die hätte ich jetzt nicht mitgenommen. Schutzrubin aber noch. Okay. Nö, hier lang. Zu einer Ecke. Gut, dass ich nochmal nachgefragt habe. Im Nordwesten, das heißt wieder aus der Stadt raus. Und dann den einen Weg, wo ich dann mir schon gedacht hatte. Aber gut, ich habe ja jetzt einen Portpunkt hier hin. Hui. Bing. Tidid. Gegengift. Jetzt stellen wir mal Gegengift und Gegengift her. Dann haben wir spezielles Gegengift. Das glaube ich die ganze Gruppe heilt sogar. Transfernon. Ich glaube, das fette Gegengift macht wirklich stellt beim Verbündeten mindestens 60 Leben her und heilt ihn gegen Gifteffekte. Also er hat es halt noch, Alkaxa. Das andere holt es ja nur wieder weg.